Hallo zusammen und herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Raft. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, klickt doch hier oben auf die Infokarte jetzt für die letzte Folge. Oder für die erste. Herstellung, wie ich sehe, es gibt hier einen Bogen. Ja, das war gar nicht so schlecht. Ein Insektennetz. Eine Schaufel, eine Schere. Eine bessere Angel, ja, weil die auch immer ziemlich schnell kaputt ist. Eine Metallaxt. Ein größeres Lager. Viel Metall. Eine Schmelze. Da bräuchten wir Metallerz, Sand und Seetang. Kann man geschmelzen. Seetang finde ich jetzt lustig als Schmelzmaterial, aber. Es gibt auch hier das Sammelnetz, dass man auch wirklich Sachen einsammeln kann. Das sollte man noch erforschen. Neue Nagel, Planke, Seil. Essen bräuchte man auch. Ja, da bin ich trocken. Frische Wasser, frisches Wasser. Kurz wässern das Ganze. Und wir müssen auch schon was futtern. Wäre auch gut. Wie sieht es hier mit unserem Essen aus? Hier hinten, glaube ich. Nicht da, dann da nicht. Ja. Ein bisschen rumgeräumt, das ist nicht gerade so ein Arger. Zum Morgen schlafen am besten. Ja, neue Pflanzen wieder ernten. Kartoffeln noch verstellen. Okay, wir wollen gerade kein Wasser, aber ich. Lernen, dann ist dann verbraucht oder was? Trockenziegel habe ich noch nicht. Trockenziegel ist mir dann. Also Nagel. Nagel kann ich selber herstellen, oder? Nagel braucht nur Schrott. Aber du verhungerst mir schon wieder, das gibt's doch nicht. Echt, hey, das ist schon ein bisschen nervig.
Ist ja nicht so, als hätte ich gerade voll viel gegessen. Aha. Und was auch noch ist, ich höre es doch schon wieder größer hin. Hä? Gerade eben der Hai. Ja, der futtert nämlich hier das ganze Floß weg, echt. Anbaufläche, damit können wir größere Pflanzen herstellen, das ist auch sehr wichtig. Ein Eimer, sicher ein Eimer, da kommt vielleicht auch Flüssigkeit rein, weil hier Flüssigkeit hin. Jetzt geht's los. Ich löse den Anker. Vielleicht kann ich es so wiederholen. Und let's go! Und Jessikowski. Bauen. Nützlich beim Melken. Ah, okay. Mittlere Anbaufläche braucht ein klein bisschen mehr. Verstehe. Und Plastik brauchen wir da noch viel. Plastik haben wir jetzt, glaube ich, echt nicht viel mehr übrig. 3 Plastik noch, also jetzt müssen wir auf jeden Fall hier ein bisschen wieder Zeug finden. Aber immer gut. Da ist noch das ganze Essen drin, ne? Nee, so nicht. Boah, ist gemein. Juhu, Plastik. Ich soll halt natürlich schon auch treffen, ey. Also das ist natürlich schon das. Voll schiel hier, wie so ein Weltmeister. Und da kommt halt dieses komische Verhalten da im Wellengang auch dazu. Nein, das war doch jetzt gar nicht Maximum. War kein Quatsch. Ja, also komm. Hallo, das war halt auch schon ein bisschen weiter als nur diesen schwachen Auswerfer da. Hier ist die Kiste erwischt.
hab schon damit gleich, dass du kommst. Ich hab schon auf dich gewartet. Ich hab's nämlich gesehen. Ich hab dich gesehen. Cool Sachen, die wir jetzt verpassen. Plastik, 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 Plastik. Ja, also Plastik kann man im Spiel nicht genug haben. Echt nicht. Wie alle anderen Waren auch nicht. Mhm. Also es ist halt in der ständigen Mangelwirtschaft sind wir unterwegs, ne? Kann man jetzt so sagen, dass jetzt auf einmal von heute auf morgen irgendwie kein Mangel mehr bestehen würde. Boah, das war jetzt ja knapp. Ey, der Wellengang. Ja klar, war doch ganz gerade. Hallo Plastik, Mann. Das brauche ich nämlich eigentlich. Oh, was ist das gemein, ey? Ey! Ja, das können wir jetzt überhaupt einen weiteren Anker bauen. Das ist das nächste, weiß ich noch nicht. Ich höre euch Vögel! Nein! Ja klar, nee, ist recht, oder? Ist wieder so typisch. Anker, Anker, Anker. Wurf, Anker. Vier Seile, vier Steine, ja. Na, ja, jetzt mit dem Haken gerade jetzt eine Sekunde nicht bei mir. Wo ist er denn jetzt? Da hinten ist so eine Insel, da müssen wir auf jeden Fall hin. Da ist was Wichtiges. Da gibt es irgendwelche besonderen Teile, die es nur dort gibt. Ja. Wir rüber lenken. So.
Ah, ich soll ihn natürlich schon treffen. Und du lässt das Boot in Ruhe. Das ist klar, wieder genau in der Sekunde, wenn ich nicht abgelenkt bin. Nicht so nett. Ah, komm. Also, mein Antrieb oder so schon manchmal echt cool. Wen gehst du jetzt? So, so, so. Da gibt es wohl nicht viel zu holen, außer die Kiste, würde ich mal sagen. Also das sauft dann gleich ab. Oder wie war das? Ah, das ist doch scheiße. Sollen wir die Kiste schnell machen, oder wie? Na genau. Okay, und tschüss. Und tschüss. Du Ding. Weg von mein. Oh, hey, sag mal. Okay. Ich dachte schon, die sind ja auch dran gewesen. Sind sie aber nicht. Das war nur, weil ich die Seite bewässert hatte, die andere nicht. Würde ich jetzt mal sagen. Na, einen einfachen Fischtopf können wir jetzt herstellen. Das ist ja auch nicht schlecht. Gibt uns auf jeden Fall bessere Nahrungswerte dann. Und wir können auch einen Teppich herstellen. Juhu, Teppich. Teppich, 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 Teppich. Nasser Ziegel, was brauchen wir eigentlich dafür? Sand und Ton, okay. Sammeln jetzt. Okay, da brauchen wir zwei Nägel, drei Seile. Okay, also gar nicht so billig, ne? Das können sie. Wo haben wir denn? Und falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit der nächsten spannenden Episode, wie unser Floß weiter ausgebaut wird und wir neue Schätze finden, dann klickt auch hier links auf die nächsten Videos. Euer Flint.